Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, nachdem ich das letzte Mal einen echten Standard besprochen habe, gehen wir wieder zu den Exoten zurück. Ihr seht es, wir befinden uns heute nicht in Schottland. Wir sind etwas südlicher. Wir bleiben in den United Kingdom, aber wir gehen zu englischem Whisky. Nun, ich sag's mal so, englischer Whisky hat nicht den besten Ruf. Und trotzdem gibt es inzwischen eine überraschend große Anzahl Destillerien, die auch in England versuchen, ernsthaft Single Malt Whisky herzustellen. Ich habe hier zwei von den bekanntesten, sage ich mal, rausgesucht. Das wäre zum einen mal 2006 gegründet, die St. George Distillery, die ihren fertigen Single Malt jetzt aber einfach als The English Single Malt verkauft. Gar nicht größenwahnsinnig oder so. Produziert rauchigen und nicht rauchigen Whisky. Es gab eine relativ interessante Entwicklungsphasen-Bottling-Zeit, sag ich mal, in der man bis 2010, 2011 in verschiedenen Chaptern immer Small Batches abgefüllt hat mit drei, vier Fässern und dann die Entwicklung vom Spirit wirklich bis zum fertigen Whisky sehen konnte. Die waren alle schön mit 46% abgefüllt und hatten klare Angaben drauf. Hier haben wir den ersten offiziellen Release und der ist jetzt schon eine Weile am Markt. Man sagt nicht mehr, aus welchem Jahr die Fässer sind, man sagt nicht mehr, was für Fässer drin sind und man füllt nur noch mit 43% ab. Das Schöne ist, man ist weiterhin ungefärbt und kühlgefiltert ist er auch nicht. Trotzdem meiner Meinung nach ein Rückschritt, besonders da diese vorhergehenden Veröffentlichungen trotz 46% und wirklich Small Batches nicht teurer waren. Aber ja, sei mal dahingestellt. Das soll halt konstant, sage ich mal, für die Masse sein. Hat eine Spur Rauch drin und eben nicht mehr getrennt, wie man es vorher hatte, mit einer rauchigen Variante und einer nicht rauchigen, sondern es ist einfach so ein allgemeines Mischmasch geworden, in dem so ein, ja, Hauch von Rauch drin ist. Das zweite, was ich hier habe, ist ein Whisky von Cosworth. Cosworth Distillery hat ja gerade in Deutschland relativ viel Marketingwirbel erfahren, deutlich mehr als St. George. Die Releases kamen bei uns auch deutlich verbreiteter auf den Markt und Wick war so begierig drauf, den Whisky unters Volk zu bringen, dass sie hier Gratis-Samples verteilt haben. Und zwar bei jeder Bestellung konntest du im Endeffekt pro Kunde eine Flasche Gratis-Sample hier mit bestellen, sobald du irgendwas bestellt hast, so nach dem Motto, Hauptsache ihr probiert den Whisky. Ich habe ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu Cosworth. Weil ich habe von den 2017er, von den ersten Abfüllungen mal was probiert und ich fand es absolut widerlich. Das habe ich mir jetzt eingegossen. Das ist ein Bottling von 2018, also riecht deutlich angenehmer. Die Destillerie selber existiert seit 2014. Der Whisky ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, abgefüllt mit 46% und zu 70% in Weinfässern gereift. Ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu den Whiskys selber über. Ich schnapp mir hier mal den The English Whisky, weil der hat nur 43% und ich hatte ihn schon probiert, wie ihr seht. Der Rauch ist echt nicht wirklich wahrnehmbar, von dem her stört er mich nachher beim Cosworth auch nicht ernsthaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein komisches Zeugs. Als ich die Flasche angebrochen habe, das war mein erstes Mal, dass ich jetzt einen von diesen Standards probiert habe. Ich hatte vorher schon mal einen Chapter 9, meine ich. Das war ein relativ stark rauchiger Whisky. Da kam das nicht so recht durch, aber der riecht schon ein bisschen jung und sehr, sehr eigen. Kartoffelpulver mit Apfelmus. Plastikfolie. Tintenstrahldrucker. So. Schwarze Farbpatrone. Und dazu habe ich irgendwie so eine Plastiknote drin. Kennt ihr das, wenn ihr so eingeschweißte
Billig-T-Shirts oder so habt und ihr reißt die Folie auf und das riecht nach neuem Stoff, nach Stofffarbe und nach dieser Plastiktüte. Ziemlich genau die Note habe ich hier mit drin. Also, jung, unrund und irgendwie nach Fabrikhalle oder nach Plastikproduktion, ich weiß es nicht. Auf euch! Milder Antritt, wenig Körper. Vanillezucker, Zuckerwatte. Ja. Und dann ist da so eine Apfelnote, aber eine Apfelschalennote. Gegen Abgang kippt da richtig ins Bittere. Da ist eine leichte Hefigkeit mit drin. Abgang ist kurz. Und über allem schwebt so ein bisschen Laserjet-Patronenschwärze. So verbranntes, heißgelaufenes Papier. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich hatte von der St. George Distillery schon aus dem Chapter-Serien und da ist mir besonders der Chapter 9 hängen geblieben, ein relativ rauchiger Whisky. Der konnte diese Jugend überdecken und mit 46% Alkohol auch ein klein bisschen, sage ich mal, das Mundgefühl pushen. Der hier wirkt einerseits dünn, andererseits jung. Also für mich einfach nicht überzeugend und ganz einfach auch mit ein Grund dafür, warum der englische Whisky vielleicht keinen besonders guten internationalen Ruf hat. Ich glaube, es hätte Potenzial, wenn das Zeug vielleicht mindestens 10 Jahre alt wäre, aber ich habe hier auch kein Gefühl von Eiche, von Reifung, von diese Mini-Rauchnote wirkt sehr jung, eben noch eher nach Fabrikhalle. Diese Apfelnote. Diese Apfelschalennote, weiß ich, kennt ihr das, wenn ihr Sachen in Kühlschrank, in alten Tupperdosen oder in Fake-Tupperdosen lagert und alles so einen leichten Plastikbeigeschmack bekommt? Das wirkt alles irgendwie so ein bisschen. Ja, okay. Gehen wir zum Cosworth. Ich muss gestehen, ich habe mit Cosworth nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Ich hatte bisher ein Batch von 2017 probiert, als die so richtig bei uns auf den Markt kamen. Und der hat mir ehrlich gesagt gar nicht geschmeckt. Und ich war jetzt positiv schon mal überrascht beim Eingießen, weil was ich hier rieche, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe hier auch eine leichte apfelige Note, aber ich bin eher bei trockenem Apfelsieder. Und gleichzeitig habe ich hier sowas wie einen süßen Roséwein. Vielleicht so einen französischen Roséwein, wo man das aus Rotweintrauben macht und die einfach nicht voll ausdrückt. Da ist so ein bisschen vergorener Traubensaft, süße Trauben und ein bisschen was Weiniges mit drin. Wirkt relativ frisch, sommerlich, da kommt ein bisschen Vanille durch. Ja, viel mehr passiert dann auch nicht, aber das, was ich hier rieche, das ist gar nicht schlecht. Jedenfalls deutlich angenehmer als die Fabrikhalle und Plastiknoten vom St. George auf euch. Also der Whisky hier ist definitiv nicht älter als 4 Jahre. Ja, dafür riecht er angenehm. Alkohol ist gut eingebunden, wirkt viel, viel kräftiger am Gaumen. Benetzend, ölig, minimales Prickeln. Vanille, wieder diese weinigen Noten. Ein bisschen wie so neuer Wein. Oder ein bisschen, so ein bisschen, ja, nicht durchoxidierter Roséwein. Da ist so eine süß-hefig, matschige Traubennote mit drin. Finde ich aber durchaus angenehm. Ein bisschen Würze. Da kommt sonst auch eine Prise Eichengewürz durch. Aber nur so ein Hauch.
Und Vanille, ein bisschen Apfel hinten dran. Abgang ist knapp mittellang, ist aber länger wie beim St. George. Angenehmer auf so einer Vanillenote. Ein bisschen diese Trauben hinten raus. Relativ leicht, aber ein bisschen prickeln hat er drin. Die 46% stehen ihm gut. Ja, das ist ein junger Whisky. Dafür habe ich jetzt keine Fehlnoten. Da ist nichts Metallisches drin. Da ist nichts wirklich unangenehm Junges drin. Sicher, man hat diese Hefekannen. Ihr wisst, ich bin bei Hefe relativ empfindlich. Aber es ist nicht die Hefe wie beim Brotbacken. Es ist eher das, wie wenn ich jungen Wein habe und das Ganze noch so ein bisschen vom Vergären ist. Und damit kann ich deutlich besser leben, sage ich mal, wie jetzt mit so einer reinen Brothefe. Getreidig ist er nicht wirklich, er ist eher fruchtig. Das machen, denke ich, die Weinfässer. Angenehm. Ich würde jetzt, da bin ich ehrlich, keine 50 € für eine Flasche davon zahlen, weil es ist halt junger Whisky und er ist nicht spektakulär, aber er ist gut trinkbar. Er ist angenehm. Also wenn ihr ein Sample davon probieren könnt, tut das ruhig. Wäre er jetzt günstiger um die 30 €, 35, hätte ich gesagt, ja gut, ich lege mir eine Flasche davon zur Seite und guck mal, was die Destillerie in 3, 4 Jahren macht. So ist es so ein bisschen. Aber ich denke, das hat Potenzial. Also es gefällt mir deutlich besser, wie das, was die English Whisky und St. George hier abgeliefert haben als Standard Bottling. Und wenn das der neue Cosworth Standard sein soll, ist das kein schlechter Anfang. Ja, ich hoffe, dieser ungewöhnliche britische Whisky-Vergleich hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Thank you.